Herzlich willkommen zurück. Auf geht's. Wir wollen mal ganz kurz ins Journal gucken, was gerade an. Bring mir über den hinken Heinz in Erfahrung. Ich soll mit dem. Ach ja, genau, ich sollte mit dem Pfarrer mich hier treffen. Der war ja noch mit seinen Leibesübungen beschäftigt. Dann wollen wir das doch gleich mal machen. Wann ist denn Abend? Es ist jetzt 19.22 Uhr, das würde ich schon dazu zählen, auf jeden Fall. Ich glaube, der ist auch schon reingegangen. Ich glaube, ich habe den gerade hier vorbeilaufen sehen. Gehen wir mal rein. Da, würde er sein. Sehr nachdenklicher Pater Godwin. Da ist es schon. Fragen wir ihn nochmal. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Aber vielleicht fällt uns etwas ein. Zuerst würde ich jedoch gerne etwas über dich erfahren. Mit wem habe ich die Ehre? Woher kommst du? Ach klar, ich bin aus Scarlets. Können wir ihm mal sagen. Oh, tut mir leid. Was ist mit den deinen? Was ist mit den meinen? Sie sind tot. Tut mir leid, das zu hören. Ist das ein Update, dass das hier jetzt mit Zeitbegrenzung ist? Es muss schrecklich gewesen sein. Es war schrecklich. So sinnlos. Wie unerwartet. Sie kamen einfach aus dem Nichts und begannen zu morden. Gott weiß wieso. Sie töteten alle, die nicht in die Burg fliehen konnten. Meine Eltern, mein Mädchen. Und sogar den Deutschen, der auf Sigismunds Seite war. Ich schaffte es nicht in die Burg. Ich wollte meinen Eltern helfen, aber ich konnte nichts tun. Dann floh ich nach Thalmberg mit den Kumanen auf den Fersen. Beinahe hätten sie mich erwischt, wie die Leute in den umliegenden Dörfern. Vor der Kirche in Rovna war ein Berg aus Leichen. Die Leute hatten dort Schutz gesucht, aber sie... Sie... Armes Kind. Möge Gott ihnen ewige Ruhe schenken. Und wie kamst du zu dieser Aufgabe? Ich hätte gedacht, Herr Hanusch würde diesen alten Griesgram Bernhard schicken. Och. Hat er, aber ich fand heraus, dass die Spur nach Uschitze führt. Also schickte er mich, um ihr zu folgen. Aha. Nun, gratuliere. Schön zu sehen, dass jemand seinen Verstand der Folter vorzieht. Darauf sollten wir anstoßen. Worauf sollen wir denn noch alles anstoßen? Am wichtigsten ist, was sich genau in Neuhof zutrug. Die Leute hier erzählen sich alle möglichen Schauergeschichten, aber ich nehme das nicht für bare Münze. In diesem Fall sind die Gerüchte nicht übertrieben, fürchte ich. Das Gestüt wurde von Banditen überfallen, aber sie waren nicht zum Plündern gekommen. Sie wollten bloß töten. Verstümmelten die Pferde und schlachteten die Leute. Das klingt immer so unglaubwürdig. Die Banditen hätten weiter gewütet, aber sie stritten sich und brachen den Angriff ab. Wenn man sich ansieht, was mit Heinz geschah, sind wohl immer noch Rechnungen offen. Dann haben die Leute diesmal wirklich nicht übertrieben. Nun denn, auf die armen Seelen, die auf so grausame Weise sterben mussten. Junge. Ich habe dir von mir erzählt. Jetzt bist du dran. Würde ich auch sagen. Außerdem, worauf wollen wir denn anstoßen? Ich habe nicht mal ein Bier stehen. Du bist geschickt mit dem Schwert. Das hätte ich von einem Geistlichen nicht erwartet. Naja. Du weißt ja, wie man sagt. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Da, nur so viel ist dieser dran. Etwas unergründlicher krass als andere. Nun, ich war nicht immer Pfarrer. Und das Schicksal führte mich an Orte, an denen man Dinge mit dem Schwert regelt. Heute jedoch sollen mich die Übungen mit dem Schwert bloß in Form halten. Na gut, okay, dann steht's wohl an. Wir hatten eine nette Unterhaltung, aber lass uns zur Sache kommen. Zum Beichtgeheimnis. Willst du wirklich, dass noch mehr Leute sterben? Heinrich, so läuft das nicht. Es gibt Dinge, bei denen kann man keine Ausnahme machen. Doch, tut man mach es einmal, einfach. Fühlt man sich auf ewig versucht, es wieder zu tun. Na dann. Wenn die Leute nicht mehr an die Kirche glauben, weil ich das Beichtgeheimnis breche, vertrauen sie niemanden mehr. Und das wäre schlimmer als das grausamste Verbrechen. Glaube ich nicht, aber na gut, Du redest dich bloß raus. Oh, oh. Die Leute, die Kirche als korrupt bezeichnen, haben recht. Ihr schert euch um niemanden, bloß ums eigene Wohlergehen. Tut mir leid, dass du das so siehst. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr du dich irrst.
Ich habe mich immer über die Dinge gewundert, die ihr Pfarrer predigt. Woher nimmst du die Ideen für deine Messen? Tja, U-Schütze ist nicht Prag. Die Leute wollen mehr als nur belehrt werden. Man muss sie unterhalten. Würde ich nur aus der Bibel lesen, stünde ich bald alleine in der Kirche. Muss ich also was ausdenken. Unser Pfarrer war nicht gerade ein Barde. Was predigst du deiner Herde? Es muss etwas Aktuelles sein. Zum Beispiel Laster kritisieren. Und sie natürlich im Detail beschreiben. Eine Standpauke über die beiden Päpste wird dieser Tage gern gehört. Und Geschichten aus dem Alltagsleben mit einer Moral sind auch beliebt. Besonders, wenn es um Unzucht und ähnlich skandalöse Laster geht. Hast du dafür ein Beispiel? Nun, kürzlich begann ein Pfarrer namens Jan Hus in Prag auf Tschechisch zu predigen. Den Leuten gefällt das. Wie ich hörte, ist die Kirche stets gefüllt. Ein Wandergeselle erzählte mir von Hus' Predigten und es hörte sich gut an. Ich spiele mit dem Gedanken, es ihm gleich zu tun. Was ist daran denn so großartig? Er spricht über die Kirche und nimmt kein Blatt vor den Mund. Die bedauernswerten Reichtümer, in denen die Kirche schwelgt, wurden zu Gift. Und fast das ganze Christentum ist verseucht. Wie hungrige Raben ließen sie sich in diesem Land nieder, um alles Gold und Silber zu verschlingen. Sie kennen keine Gnade. Ihre Herzen sind vom Verlangen nach Reichtum verdorben. Schamlos machen sie alles zu Geld. Du willst ein Kind taufen? Zahle. Du willst rauben und morden? Zahle und dir wird vergeben. Was, wenn der Teufel selbst zahlte? Würde auch er in den Himmel auffahren? Für das Geld, das sie den Armen nehmen, erstehen sie edle Rösser und halten sich nutzlose Diener, von denen sie verhätschelt werden. Sie spielen und kleiden ihre Dirnen in teuren Pelz. Während Jesus barfuß wandelte und nicht einmal einen Platz zum Ruhen hatte. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen bestehlt. Denn Gott und seine Jünger sehen euch. Amen! Ein lautes Gebrüll. Dieser Jan Hus scheint ein echter Rebell zu sein. Die Gemeinde wird es lieben. Ohne Zweifel. Lass uns darauf trinken. Der letzte Teil lässt mich schmunzeln. Was meinst du? Bei mir ist es ganz anders. Hus predigt gegen die Prälaten und Kleriker, die die Armen bestehlen. Ich selbst habe nicht mal einen Eimer zum Scheißen. Ich bin nicht besser dran als meine Herde. Ich bin geeint mit ihnen in Armut und Leid und allem, was sie bekümmert. Ich trinke mit ihnen und verfluche diese nimmersatten Kuttenträger im Sasauer Kloster. Sasauer Kloster, nun gut. Was hältst du von Quatsch mal einfach ein bisschen weiter mit ihm. Hus ist gewiss weise. Für meinen Geschmack aber etwas übereifrig. Wenn er hierher zu Besuch käme, würde er bestimmt aufhören, das Saufen und den Beischlaf zu verteufeln. Wo kann ich mehr über seine Lehren erfahren? Sie gefallen dir? Ich habe ein paar seiner Predigten abgeschrieben. Lies sie nur. Sie liegen im Pfarrhaus. Was halten die einfachen Leute davon? Hoch die Krüge! Sie mögen es. Es freut sie, dass jemand ausspricht, was sie sich nicht zu sagen trauen. Dinge, die ihnen sauer aufstoßen. Und sie rufen nach Veränderung. In einigen Jahren wird das eine große Sache. Die Leute werden sich erheben und die Kirche wird sich in ihren Grundfesten verändern. Wenn er nicht vorher auf dem Scheiterhaufen landet. Unsinn. Sie werden keinen Meister einer geachteten Universität Europas verbrennen. Findest du es nicht seltsam zu trinken und mit einer Frau zusammenzuleben, aber dann den Klerus wegen seiner Laster anzuprangern? Mitnichten. Okay, das war eindeutig. Danke für die Predigt, aber ich denke, ich bin jetzt geläutert genug. Es wird spät. Was hast du jetzt vor, Papa? Es ist noch hell draußen, wie man sieht. Was hast du erwartet? Wir sind doch zum Trinken hier. Das hört sich gut an. Ich wusste, du lässt mich nicht hängen. Gut, aber das löst ja das Problem nicht, dass wir an dem Fall kein bisschen weiterkommen. Verdammt, und 3 Tage nochmal. Lädt er jetzt ein Minigame oder was anderes? Ich bin noch unsicher. Wie dauert das gerade kurz? Ja, in einem Kommentar in irgendeinem letzten Video wurde erwähnt, ich könnte mal überlegen, ob man zum Beispiel so lange Reizsequenzen rausschneidet, aber eigentlich
Bin ich nicht dafür. Also einerseits finde ich es eine entspannende Angelegenheit, dass man jetzt nicht von einem Event zum nächsten reintorkelt, sondern tatsächlich auch ein kleines bisschen was macht, aber können wir gleich weiter darüber reden. Erstmal geht das Trinkgelage noch weiter. Oh, Hähnchen. Mhm. Bier auf dem Holzkrug. Ach, dieser Pater, wirklich ein Mann des Volkes. Würfeln, trinken. Hauptsache, er verrät noch ein Geheimnis. Was für ein... Genug ist genug. Oh, oh. Vogt! Komm her, na los. Setz dich und trink ein mit uns. Treibt es nicht zu weit, Pater. Es dämmert bereits. Und es ist schon längst Sperrstunde. Und was jetzt? Jetzt lasse ich euch alle auspeitschen. Nein, bitte den nicht. Schrankstock stellen. Außerdem schreibe ich eine Beschwerde an den Bischof über euch, Pater. Na, dann haben wir ja nichts zu befürchten. Jeder hier weiß, dass der Einzige, der auch nur ein Wort schreiben kann, meine Wenigkeit ist. Es reicht. Männer, werft sie hier raus. Stimmt, ich habe ja lesen gelernt in dem Ort hier, aber schreiben weiß ich gar nicht genau. Ihr seid also auf Streit aus. Heinrich, steh mir bei. Oh Gott, was? Ich muss jetzt boxen, während ich noch angetrunken bin. Das ist ja... Puh. Oh Gott. Na, das kann was werden. Das wird doch bestimmt nichts werden. Gut, okay. Aber wir können das ja nochmal... Vielleicht muss ich mir das ja nochmal kurz angucken, wie da hier die Tastenkombinationen genau waren. Nicht, dass ich jetzt gleich gravierende Fehler mache. Auf jeden Fall ausweichen. Viel ausweichen. Na los, Vogt! Ja. Moment. Steuerung. So. Bewegung, Kampf. Primär links, rechts. Abbrechen, Tab. Spezialangriff F. Das war treten, glaube ich, ne? Q brauche ich ganz oft. Wie du willst, du. Ja. Lucht! Nimm das! Aua, den. Sich so anzustellen ist eine Sünde. Warum ist das so dunkel? Ich sehe kaum was. Scheiße. Sich so anzustellen ist eine Sünde. Du bist tot. Okay, es ging wohl gar nicht darum, dass man den Kampf tatsächlich auch gewinnt, sondern einfach nur beisteht. Na gut, das scheint irgendwie geklappt zu haben, aber... So, meine Lieben, würdet ihr nicht gern mal die Glocke läuten? Nichts leichter als das. Ach du grüne Neune. Das würde ich gern. Und Heinrich sicher auch, oder? Gut, Ben, lass den Unsinn. Hast du den Verstand verloren? Was werden die Leute sagen? Was genau ist da passiert? Uns wollen sie mir schon tun. Oh Gott. Warum würden sie sowas tun? Da ist die Kneipe. Ich mich auch. Hätten sie geklaut, hätte ich sie. Was soll ich machen? Sowas? Huch, what? Ach so, warte mal. Das scheint sowas wie eine Treppe zu sein. Es ist alles so verschwommen. Huch. Warum machen wir das denn jetzt? Da sind wir. Was für eine Schönheit. Das können wir doch nicht machen, oder? Sagt wer? Lass es läuten, Mädel.
Alter Schwede, würde mich das nerven, wenn irgendwelche besoffenen Leute würden mitten in der Nacht. Blöder Esel. Und jetzt, meine Lieben, beginnt der Höhepunkt dieses Abends. Nun ja, was für ein Abend. Donnerwetter. Gut, wenn du altes Ferkel. Dann wollen wir mal. Der Pfarrer hat aufgesattelt. Was meinst du, Heinrich? Hast du auch Lust auf einen kleinen Ritt? Uiuiui. Oh Gott. Das ist ja unsere Aufgabe. Oh, warte mal hier. Bringe mehr über den hinkenden Heinz in Erfahrung dort hinten. Warum eigentlich? Was ist eigentlich? Gut. Also, ich muss schon sagen, das war ein herrlicher Abend. Dieses verschmitzte Lächeln. Nun gut. Ach, endlich ausschlafen, na toll. Gudwin, du Esel. Aufstehen. Hörst du nicht? Wacht auf, ihr Saufköpfe. Gemein. Heilige Scheiße. Was zum Henker bist du denn? Heinrich. Mein guter Freund Heinrich. Hatten wir nicht einen großartigen Abend? Ja, du ganz bestimmt, du alter Lustmolch. Aber jetzt reißt du dich besser schleunigst zusammen. Du hast nicht mehr viel Zeit. Nicht mehr viel Zeit? Auf dem Tisch stehen Wasser und etwas zu essen. Aber an deiner Stelle würde ich meinen haarigen Arsch bewegen, bevor mich meine Herde lebendig auffrisst. Worüber redet sie denn? Das klingt, oh Gott, Gott. Oh, großer Gott, mein Schädel. Oh, und mein Magen. Oh, mein armer, leidender Magen. Oh. Was hat das Weib da gefaselt? Bevor mich meine Herde lebendig auffrisst? Ich hab was verpasst. Ich hab irgendwas vergessen. Wo zum Teufel bin ich? Was zum Teufel war es? Die Messe! Oh Scheiße, die blöde Messe! Ich muss die Messe halten. Du musst mir helfen. Wie? Du bist hier der Pfarrer. In diesem Zustand schaffe ich das nicht. Die Liturgie vielleicht. Aber die Predigt muss auch sein. Oh, das wird ein Desaster. Die exkommunizieren mich noch. Hm. Ich würde ja gerne helfen, aber... Genau. Du hältst die Predigt an meiner Stelle. Was? Also,
Zuerst untersuche ich einen Mord, den irgendwie niemand untersucht haben will. Dann bringe ich betrunken die ganze Stadt um ihren Schlaf. Und jetzt soll ich auch noch für dich deine verdammte Predigt halten? Das darf man doch bestimmt gar nicht. Willst du, dass sie uns beide verbrennen? Nein. Nein, ich hab's. Wir sagen, du bist Herrn Ratzigs Schützling und kommst gerade vom Studium aus Prag zurück. Du möchtest Meister Jan Hus Lehren verbreiten, den du kürzlich hast predigen hören. Heinrich, bitte. Soweit ich mich erinnere, haben wir es gestern etwas übertrieben. Und wenn sich der Vogt oder jemand anders über mich beschwert, dann reißt mir der Bischof den Kopf ab. Deshalb fände ich es sehr schön, wenn du aufhörst, mich doof anzuglotzen und anfängst zu helfen. Du bist verrückt. Absolut völlig verrückt. Bin ich nicht. Und es kann nichts schiefgehen. Das wird super. Und noch etwas. Wenn du mir hilfst, dann verrate ich dir, wer Heinz' Kumpanen sind. Okay, das ist natürlich ein Angebot, das ich nicht ausschlagen kann. Verdammt. Gut, okay. Dann müssen wir jetzt also eine Predigt halten. Hoffentlich ist das nicht allzu schwierig. Also gut. Aber ich kann für nichts garantieren. Wollen wir mal jetzt keine Vorhaltungen machen? Reicht. Was genau soll ich also tun? Ich eröffne den Gottesdienst und stelle dich dann vor. Danach hältst du die Predigt, die du gestern in der Schenke gehört hast. Musst sie nicht in die Länge ziehen. Wenn alles gut geht, erzähle ich dir, was ich weiß. Jesus Christus. Also gut, abgemacht. Wunderbar. Dann er sollte sich vielleicht nochmal das Gesicht putzen. Ja, ich bin ja schon... Ja, komm, geh. Das heißt, es ist ja schon gleich Mittag, wenn jetzt schon die Predigt ansteht, oder? 10. Was ist das denn für ein Wochentag? Egal. So eine Predigt, das wird man auch wohl hinkriegen, hier irgendwie was sagen, ein bisschen verschlechtert. Warum denn auch verschlechtert? Nö. Das finde ich jetzt... Ich war noch die ganze Zeit hinter ihm. Ja, wird wahrscheinlich schon nichts Dringendes sein. Nun gut. Dann liegt wahrscheinlich jetzt noch eine Videosequenz. Oh, sind ja doch ganz schön viele Leute. Donnerwetter. Ich dachte schon, er taucht nie auf. Der Saufkopf. Schau mal, kann kaum laufen nach seinen Kapriolen von gestern Nacht. Oh, Kapriolen finde ich ein schönes Wort. Du Blödmann. Warte nur ab. Schaut ihn euch an. Heilige Maria, er wird sich gleich übergeben. Kann schon sein. Schreie von euch Idioten habe ich heute Nacht kein Auge zutun können. Witzig. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Accepit panem in sanctas ac venerabilis manus suas. Hoc facite in meam commemorationem. Puh. Brüder und Schwestern, einige von euch hatten bereits die Ehre, Heinrich von Skalitz kennenzulernen, der auf Geheiß von Herrn Hanusch herkam, um das abscheuliche Verbrechen von Neuhof zu untersuchen. Vermutlich wisst ihr nicht, dass Heinrich kürzlich Prag besuchte und dort durch Gottes Gnade einer Predigt des Jan Hus von der hochgeschätzten Prager Universität beiwohnen durfte.
wie es der Zufall so will. Es gelang mir, Heinrich zu überreden, sich heute hier an meinen Platz zu stellen und euch Hus Lehren näher zu bringen. Denn, wie ihr sicherlich alle wisst, ist Jan Hus ein wirklich sehr beliebter Prediger in Prag. Also, Heinrich, du darfst beginnen. Jetzt bin ich gespannt. Gespannt, wer von beiden zuerst kotzt. was soll ich jetzt sagen? Ach du Scheiße. Die Predigt schlicht oder selbstbewusst? Ach, eine lange Predigt halten. Klar. Seid gegrüßt, Brüder und Schwestern. Ich werde euch mit meinen Worten darlegen, wie sich unsere Mutterkirche in Verfall und Hemmungslosigkeit verliert. Wie das Christentum befleckt wird, weil der Klerus mit Seelen handelt, wie einst die Händler im Jerusalemer Tempel. Aber ich schweife ab. Dieses Bübchen will über die Kirche predigen? Die Schöpfung hat zwar jedem Menschen die Macht verliehen, über die Welt zu herrschen, aber diese Macht gibt ihm nicht gleichzeitig das Recht dazu. Dieses Recht. Oh Gott, ich kann mich nicht mehr genau. Gott allein. Es ist die Korruption von Gottes Seelenhirten hier auf Erden, welche uns Unglück bescheret hat. Die Pest, Kumanen, Hunger und Chaos. Der verfluchte Wohlstand, in dem sich die Kirche labt, vergiftet beinahe das gesamte Christentum. Wenn Hunde um einen Knochen streiten, so nimm den Knochen und sie werden aufhören. Gleich wie Raben, die über dieses Land kamen, um jeden Krümel Gold und Silber aufzupicken. Sie zeigen keine Gnade, denn ihre Herzen sind von Habsucht verseucht. Alles tauschen sie ein, alles steht zum Verkauf. Ihr wollt ein Kind taufen? Zahlt. Ihr wollt rauben und morden? Zahlt. Und euch wird die Absolution erteilt. Und die Prälaten sündigen und erteilen sich selbst die Absolution. Schande! Schande über sie! Zu gern predigen die fressgierigen Prälaten und Mönche gegen die Sünde. Aber was wissen sie schon über uns, das gemeine Volk? Erinnern wir uns an die Hochzeit zu Kana, bei der unser Herr Jesus Christus mit den anderen speiste und trank. Und als der Wein zur Neige ging, wirkte er ein Wunder und erschuf mehr. Er, dessen Begleiter arme Reisende, einfaches Volk, Liebesdamen und Unruhestifter waren, vollbrachte ein Wunder, damit das Fest weitergehen konnte. Also das ist mal eine gute Predigt. Nein, Brüder und Schwestern, Jesus verteufelte den Alkohol nicht. Trinke, um das Kreuz zu erleichtern, das du trägst in diesem Tal der Tränen. Doch tue es so, dass du den heiligen Sabbat nicht verletzt. Denn es soll Maß geben in allen Dingen. Und nicht das Trinken an sich ist frevelhaft, sondern Maßlosigkeit und ungezügeltes Frönen. Recht hat er! Oh Gott, ich möchte in gemäßigten Ton fortfahren. Genug von den Sünden, von denen die Prälaten so gerne predigen und deren Absolution sie euch versprechen, wenn ihr der Kirche nur genug in den Rachen werft. Was, wenn der Teufel selbst zahlte? Sagen uns die Bischöfe dann, dass auch er in den Himmel auffährt? Und was ist mit diesen Bischöfen? Sie sündigen ohne Reue und mit dem Geld, das sie den Armen für Ablassbriefe rauben, halten sie sich edle Rösser und unzählige Diener. Sie würfeln und kleiden ihre Mätressen in teure Pelze, während Christus barfüßig war und seinen Kopf nirgends hat zur Ruhe betten können. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen bestehlt, denn Gott und seine Jünger sehen euch. Nieder mit den Prälaten! Hinfort mit ihnen! Wir haben Glück, Pater Godwin zu haben. Einen gerechten und einfachen Mann. Gott sieht, was sich auf Erden zuträgt. Und er ist erfüllt das von weiß ich jetzt nicht, ob das so gut war. Da jene, welche nach der Erlösung der Seele streben sollen, stattdessen den Mammon verehren und lohnende Ämter an sich reißen. Gesegnet seien die Hirten, die die Armut ihrer Herde teilen, die eins sind mit euch und die mit euch die Bürde dieser weltlichen Pilgerschaft teilen, ohne eure lässlichen Sünden zu verurteilen. Ja, Ehre sei Godwin. Lasst ihn saufen wie unser eins. Das ist alles, was ich in Prag hörte.
Amen. Das scheint doch ganz gut gelaufen zu sein. Hätte auch nach hinten losgehen können, aber die Herde ist offensichtlich guter Dinge. Dass das alles im Stehen abläuft, das ist mir... Er hat gut gesprochen, wenn man mal bedenkt, was für ein Säufer er ist. Er hat recht, dieser Hus. Der junge Mann sollte nicht so viel saufen, aber reden. Das kann er auch nicht. Ich bin froh, dass er herkam. Ich werde wohl nie nach Prag kommen und er hat es gut nacherzählt. Weißt du doch gar nicht. Warst du noch nie in Prag? Alle Achtung, du hast wirklich Talent, mein Junge. Das muss ich dir lassen. Und du hast mir den Arsch gerettet. Ich hätte es nicht geschafft. Ja, das habe ich bemerkt. Und da war ich nicht der Einzige. Ach, was soll's. Ich bekomme das schon wieder hin. Also, unsere Abmachung. Obwohl es eine Sünde ist. Genauso wie Völlerei. Und Unzucht auch. Gott vergibt den Büßern. Gut. Was hat dir Heinz alles erzählt? War er an jenem Tag in Neuhof? Mit wem war er dort und wo ist der Rest seiner Bande? Ganz ruhig. Allzu viel hat er mir leider nicht erzählt. Lass mich nicht hängen nach allem, was ich getan habe. Für dich. Nun, Heinz kam zu mir, kurz nachdem es passiert war. Sein Gewissen plagte ihn. Und ich muss sagen, letzten Endes erschien er mir redlicher, als ich erst dachte. Er sagte, sie wurden über einen ihrer Kumpanen angeheuert. Sie dachten, sie würden bloß ein paar Pferde stehlen. Doch dann wurde alles hässlich und Menschen wurden umgebracht. Weder er noch seine Freunde wollten so etwas Grausiges tun. Sie stritten sich mit dem Rest der Gruppe und flüchteten. Sie stritten? Ja, in den Wäldern bei Neuhof wurde eine Leiche gefunden. Das würde einiges erklären. Heinz versicherte mir ständig, dass er kein Mörder sei und das alles doch gar nicht wollte. Also dann tötete Heinz einen der Banditen und ist nun selbst tot. Problem dabei, ich muss diejenigen finden, die noch am Leben sind. Ich brauche Namen und Orte. Hat er mal was von den anderen erwähnt? Nur die Spitznamen. Er erwähnte einen Kerl namens Stinker aus Ledetschko, Pius und Timmy. Was, Pius? Klingt wie ein Heiliger, davon habe ich jetzt wirklich genug. Wieso das denn? Du wärst ein sehr guter Pfarrer. Wie auch immer, mit deinen Fähigkeiten wird es dir sicher gelingen, diesen Stinker aus Ledetschko aufzuspüren. Ich habe wohl keine Wahl, andere Hinweise gibt's nicht. Hoffentlich wurde er nicht auch an eine Wand genagelt. Hoffentlich. Ich riskiere einen Kirchenbann nur ungern für nichts. Nun denn, viel Glück und pass auf dich auf. Diese Leute meinen es offenbar ernst. Und ich würde wirklich gerne mal wieder einen mit dir heben. Ja, ich versuch's. Obwohl ich mir sicher bin, dass ich noch so eine Nacht nicht überleben würde. Und falls jemand fragen sollte, von mir weißt du nichts. Ich werde alles abstreiten. Daran habe ich keinen Zweifel. Hoffentlich hat das jetzt nicht irgendjemand mitgehört hier. Das ist auf jeden Fall eine sehr hellhörige Kirche gewesen. Na, jedenfalls ist das Problem ja jetzt erstmal aufgedeckt. Das ist schon mal gut. Und das heißt, dass wir jetzt also auf jeden Fall schon mal ein paar mehr Anhaltspunkte haben. Gut, dann werde ich das jetzt mal, dann werde ich die Episode mal abschließen an der Stelle und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Bis dahin.